ist 1996. Der erste Premium-Kompakte betritt die Autobühne. Die Rede ist vom Audi A3, der edle Golf. An dem Konzept hat sich nichts geändert. 2020 präsentiert Audi den neuen A3. Und dieser wird, welch Überraschung, noch einmal größer. Die vierte Generation wächst um jeweils 3 cm in der Länge und der Breite gegenüber dem Vorgänger. Gut stehen dem neuen Audi A3 auch die 1,5 cm vergrößerten Radhäuser. Bei den Motoren greift Audi auf das Golfregal zurück. Das bedeutet 3- und 4-Zylinder, das bedeutet Benzin und Diesel und das bedeutet Erdgas sowie Hybrid. Unter diesem folierten Milchkuh-Design steckt aber der neue S3. 2 Liter 4-Zylinder, 310 PS und Quattro-Antrieb, der aktuelle Golf R lässt grüßen. Spannend wird es bei der Technik. Genau wie beim Golf gibt es künftig digitale Anzeigen und ein Touchbildschirm für das Infotainment. Bei der Klimaeinheit gibt es allerdings noch echte Knöpfe. Besonders punkten will Audi bei der Fahrdynamik. Das neue Fahrwerk soll noch besser auf die jeweilige Fahrsituation reagieren. Die Spreizung zwischen Komfort und Sport ist hier besonders groß. Richtig Spaß garantiert der neue Antrieb. Das Antriebsdrehmoment kann bis zu 100% auf die Hinterachse geleitet werden. Damit fährt der S3 so heckbetont wie noch nie. Wer jetzt Lust auf den neuen Audi A3 bekommen hat, auf dem Genfer Autosalon Anfang März wird er komplett enthüllt und ist im Anschluss direkt bestellbar. Mit den ersten Autos rechnen wir im Sommer auf der Straße. Preise sind noch nicht bekannt, wir rechnen mit rund 26.000 Euro für die